Ich glaube, das passt jetzt gerade, was im Chat innen vorher geschrieben worden ist von der Niki, wo wir ihnen nehmen, passt dazu. Und zwar, er ist genial, endlich mal einer, der seine Meinung sagt. Ja, danke, oder? Ist natürlich ein Kompliment für mich. Ich bin einerseits überrascht gewesen, ein bisschen glücklich. Und manchmal bist du auch erschrocken über die ganzen Feedbacks, die kommen. Und Leute, die sagen, ich finde es toll, dass endlich mal jemand seine Meinung so rausgibt. Ich schätze das natürlich. Ich bin halt einfach so. Man kann auch sagen, ich bin auch ein kleiner Rampensau. Ich verstecke mich jetzt nicht gerade hinter dem Lenkrad, darf man in diesem Zusammenhang sagen. Aber es ist eben immer etwas anderes, ob man so etwas aufnehmen auf Video und dann online dort stellen. Viele Leute haben manchmal fast schon Respekt vor dem. Ich bin jetzt froh, hocken hier nicht irgendwie 200 Leute bei uns im Studio, die zuschauen. Oder? Weil weißt du, wenn du anders, ein bisschen vom Mut anders her, wäre ich nicht, sage ich. Aber sage, so ist es für mich wiederum persönlicher. Ja. Das ist wie eben, bei mir im Auto. Im geschlossenen Rahmen. Im geschlossenen Raum. Es ich muss jetzt Steuerrad und der Massimo würde sich dann extrem wohlfühlen. Gut, wir haben die Annabelle 1, oder die Annabella 1, die etwas weiter in den Chat geschrieben hat, und zwar folgendes. Ich finde ihn ein bisschen peinlich, Motzen okay, aber warum so krass? Ja, eben, das ist jedem seine eigene Meinung, die er dazu haben kann oder nicht. Wie ich es letztendlich formulieren, ist meine Sache. Es gibt auch andere Videos von mir, wo ich mich absolut normal ausdrücken kann. Aber doch auch ein bisschen spitzzüngig. Das aber muss man an dieser Stelle sagen. Ich sage, Provokation muss natürlich rum sein. Ja. Gerade in dem Business, auf dem Markt, musst du musst den Leuten auf die Füße trampen, dass sie sich bewegen. Oder? Also das glaubst du? Du bist jetzt ein halbes Jahr in diesem Markt innen, mit dabei. Aber glaubst du nicht, dass es auf eine andere Art und Weise anwürgen geht? Braucht unsere Generation, unsere Jugend, deine Zuschauer, brauchen die das, dass sie es erstens schauen und zweitens checken? Nicht zwingend. Also ist nicht zwingend. Du musst nicht immer irgendjemandem an den Karren fahren, um eine Aufmerksamkeit zu erreichen. Es reicht auch, wie ich es auch schon gemacht habe, dass du einfach auf eine Problematik aufmerksam machst und vielleicht die momentan vorherrschenden Lösungsvorschläge kritisierst und etwas anderes bringst. Es gibt auch solche Sachen. Oder? Aber ich tue eigentlich nie gegen jemanden schiessen, wenn ich wirklich ein Problem mit der Art oder ich kenne die Person persönlich, oder? Jetzt nehmen wir einen Kommentar rein von der Lea Lea. Und zwar, ich finde es doof, dass er andere beleidigt. Kommentar von ihr? Ja. Also wahrscheinlich, wenn sie die ganzen Beleidigungen müsste ertragen, die ich Tag für Tag ertrage, oder? Dann können sie das vielleicht ein bisschen nachfühlen. Massimo, du bist der den Stein ins Rollen gebracht hat. Weißt, ja, nicht immer. Ja, du hast quasi angefangen mit dem Ganzen. Du bist der, wo den ersten Schritt gemacht hat, oder? Genau. Ja. Aber eben, du sagst es richtig, ich habe den Stein natürlich ins Rollen gebracht, mit einem bestimmten Hintergrund. Aber es ist um eine Thematik gegangen. Verstehst du? Es ist darum gegangen, meine Aussage war, hört auf mit diesen Demonstrationen. Und die Gründe sind einfach, erstens kommen die Leute zu Schaden, die nichts damit zu tun haben. Ist klar, haben wir gehört im Video und so weiter. Was mich aber jetzt wundern würde, ist. Eine Beleidigung, wenn ich dir sage. Also, was ich jetzt. Ich habe zum Teil. Ich habe das ganze Spektrum. Ich habe Beleidigungen von Linksextremen, ich habe Beleidigungen von Rechtsextremen, verstehst du? Weil ich stehe mitten zwischendrin, ich definiere mich überhaupt nicht. Und das sind Beleidigungen, die stumpf sind. Das heisst, du, halb Italiener, die Straße in der Schweiz sind fertig gebaut, du kannst wieder verreisen. Oder? Das sind Beleidigungen, die überhaupt nicht fundiert sind.